Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir questen jetzt weiter und da habe ich mein Deep Deck ausgepackt. Das habe ich früher mal erstellt, schon länger her. Und da sind natürlich Deep-Kreaturen drin, ganz klar. Und vor allem auch das Diebesnest. Da können wir alle anderen Kreaturen zu Deep machen. Also unsere eigenen Verbündeten. Und dann gibt es eine super Kombination mit dem Meister der Diebe und die möchte ich hinbekommen. Okay, so viel zu dem Deck. Wenn ihr es genau angucken wollt, dann drückt einfach mal auf Pause. Jetzt. Ansonsten springen wir doch mal direkt ins Match. Bis gleich. So, gucken wir mal. Wir spielen gegen den Meister der Assassinen. Es wird hart. Schlachtenfischwarm gleich zu Anfang. Sehr gut. Das behalten wir so. Ich behalte auch die Scoom-Händlerin aus Absicht. Dass wenn der da mit irgendeiner krassen Verteidigung kommt, damit wir auf jeden Fall durchbrechen können. Das wäre mir dann schon mal wichtig. Zum Gruß, Herr Bürger. Hey da! Was haben wir denn da? Hier? So, habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ich bin da vorsichtig. Seit der letzten Folge. Okay, der Schlachtenfischschwarm ist gerade ein bisschen doof. Aber. Wir haben ja zwei. Den will ich jetzt nicht nicht einfach so spielen. Den kann er ja ganz leicht töten. Aber der könnte immer noch überleben. Ein Funken Hoffnung. Was haben die denn hier? Nein! Spielen wir denn den Schaden dabei, ja? Meine Schuppen sind wie der Schatten. Okay, mit dem hier wird es noch schwierig, merke ich. Spielen wir so. Spielen wir so. Dann spielen wir das noch so. Und jetzt sind wir wieder gefährlich. Und da muss er reingehen. Das vernichtet er. Und das wird er höchstwahrscheinlich auch vernichten. War ja so klar. Aber hier können wir trotzdem noch gefährlich sein. Davon hat er nichts. Deep. So, geh mal rein. Komm, tanzt mit eurem Tod. Bauen wir mal schön Bedrohung auf. Hier können wir... Ich würde schon gerne verhindern, dass der sich hier ständig Leben gibt. Nehme ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann machen wir das auch. Ich liebe einen guten Kampf. Nive 1, 2, 3. Einfallsreich. Ihr müsst gereinigt werden. Okay, er will ihn. Okay, jetzt wird's schwierig. Jedenfalls schwieriger. Ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Ja, dann müssen wir mit dem Dieb rauskommen. Habe ich so gut wie keine Wahl. Da wir jetzt sowieso keine Dieb-Karten haben, dann soll er auch jetzt nicht auf der Hand versauern. Und dass wir das mal rausballern. Klippenläufer for the win. So, damit können wir den hier schon mal ausschalten. Vorher würde ich aber nochmal hier die hier spielen. Dann machen wir das so. Ballern das weg. Dann ballern wir diesen hier, werdet ihr nicht besiegen. Dann ballern wir so rein. Und dann so. Tanzt mit eurem Tod.
Und schon sind wir gefährlich. Okay, die wird er töten. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich auch um die anderen kümmern kann. Das ist heftig. Das ist sehr... Oh, Gott sei Dank! Oh, das war knapp. Diesen hier werdet ihr nicht besiegen. Ihr könnt mich nicht besiegen. Die ist mir wichtiger. Ihr könnt mich nicht besiegen. Komm, tanzt mit eurem Tod. Und die behalte ich noch auf der Hand, da er einen Wächter spielen könnte, an dem wir vielleicht nicht so leicht vorbeikommen. Und den könnten wir dann mit tödlich... mit tödlich ausstatten und dann kommen wir da schon ganz gut durch. Gucken wir erstmal, was wir ziehen. Wir halten durch, komme was wolle. Sehr gut. Ja, gut. Gib einer Kreatur tödlich. Diese hier bietet etwas Leckeres. Wir geben dieser Hiesen tödlich. Dann können wir die töten. So töten. Dann so töten. Diesen hier werdet ihr nicht besiegen. Und dann machen wir das noch so. Schon haben wir ganz gute Chancen. Und da gehen wir auch noch rein. So, am Anfang hat das ja nicht so rosig ausgesehen, Leute, ne? Aber jetzt nimmt das alles Gestalt an. His time. Ja, das rettet dich jetzt auch nicht, mein Freund. Jetzt kannst du zwar diese Typen holen, aber die reißen es halt auch nicht. Ich glaube, er hatte einfach nur das Bedürfnis, die mal zu rufen. Vier Leviathane. Sechs Leviathane. Was kommt jetzt? Dein jämmerlicher Tod! Ein wunderbares Schauspiel. Ein feiner Kampf. Der Sieg ist euer. Hauptsache mal die Leviathane gerufen. Ne, das war knapp. Das war knapp, ansonsten hätte er uns ziemlich zerfleischt. Aber so läuft das halt mal. Manchmal gewinnt man und manchmal gewinnt der Gegner. Wisst ihr? So läuft das. Okay, Leute, wir switchen direkt mal ins nächste. Bis gleich. So, spielen wir doch mal weiter. Der Blutmagiefürst, aha. Den spielt er aber diesmal nicht aus. Ja, das ist in Ordnung, können wir lassen. Können wir gleich mal mit der Ausbilderin starten. Und falls was Gefährliches kommt, können wir es mit dem zermalmenden Schlag von uns fernhalten. Zum Gruße, Bürger. Und damit könnten wir ihn noch einmal konfrontieren. Jetzt ist natürlich the best. Schlachtenfisch waren gleich zu Anfang. Wir haben die am Start. Das ist super. Wenn er jetzt uns den Gefallen tut und nichts tut, wäre das super. Fangen wir also an. Leider macht er was. Warum machst du was? Jetzt könnten wir die auch wegballern. Mit unserem zermalmenden Schlag. Wir könnten aber auch den Schlachtenfischwarm spielen. Nee, die ist mir zu behindert. Ich hasse sie und die muss weg. Deswegen, nächste Runde können wir den ja ganz normal spielen. Jawohl! So. Wir könnten aber auch... nee, spielen wir dann in der nächsten. Ihr könnt mich nicht besiegen. Erstmal will ich die hier hoch haben. Bevor der Gegner jetzt irgendwie anfängt, Sachen zu machen. Also wenn man die am Anfang draußen hat, ist das sehr, sehr mächtig. Vor allem haben die jetzt noch einen mehr und haben in der nächsten gleich mal vier. Und da muss er jetzt erstmal ranglotzen. Kommt er mit den kaiserlichen Soldaten. Scheiße. Ihr könnt mich nicht besiegen. Machen wir erstmal Schaden. So, jetzt bin ich gespannt, was er tötet. Was so spielt er aus? Hier kann er noch eine Karte ziehen. War zum Glück keine Prophezeiung. Können wir hier auch noch ins Gesicht gehen? Wir könnten hier drei Stück spielen.
Wir könnten aber auch hier uns verteidigen und hätten da noch ein paar gute Krieger. Oder wir rushen direkt rein. Wir verteidigen uns. Machen wir das so. Ich meine, den kriegt man ja ganz leicht weg. Da muss er erstmal glotzen, wie er den wegkriegt. Aber da muss man nicht wirklich sehr viel Schaden machen. In der ganzen Reihe muss man nicht sehr viel Schaden machen. Bitte, 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 bitte. Ja! Haha! Okay. Und da muss er reingehen. Da hat er keine anderen Möglichkeiten, das ist super. Aber da kannst du gut Schaden machen. Und dann können wir die kaiserliche Verstärkung ruhig hier ausspielen, denke ich. Oder eben den Klippenläufer. Ja, yeah, Klippenläufer. Fangen wir also an. So, der wird jetzt nochmal ein bisschen gebufft. Babam. Gehen wir erstmal damit rein. Dann damit. Bam. Bam, bam. Bitte nicht. Bitte töte sie nicht. Aber wenn, dann würde er eher die töten. Nee, töte sie nicht. Schlachten für Schwarm. Ich will, dass er noch gebufft wird, dass er 5 Schaden macht. Gib mir Chancen. Gib mir Chancen for the win. Nein, bitte töte sie nicht. Oh, tötet er die? Ihr könnt mich nicht besiegen. Bam! Rudra! Nein! Boah, scheiße! Der kann auch noch beide töten. Okay, dann spielen wir kaiserliche Verstärkung hier im Schatten. Und falls einer von denen überlebt, reicht das schon. Dann können wir das kombinieren mit zermalmenden Schlag. Und ich glaube nicht, dass er uns so schnell töten kann. Aber man weiß ja nie. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, ne? Er geht nicht drauf ein. Sehr gut. Kaiserliche Verstärkung, following. Eure Befehle? Bitte, bitte töte sie nicht. Die löscht er ja auch easy aus. Würde ich dann gerne doch lieber da spielen. Warten wir erstmal ab. Nee, wir fliehen nicht. Wir fliehen nicht, das ist jämmerlich. Ja, das kenne ich gar nicht. Das ist fliehen. Leider versucht jetzt den Frostatronachen zu bekommen. Das ist schon bitter, wenn man jetzt mal einen Schlag für eine 1-1er Kreatur raushauen muss. Aber der weiß halt nicht, dass das eigentlich schon reicht. So, Leute. For the win, Junge. For the win. Tada. Das Deep Deck funktioniert immer noch ganz gut. Cool. Okay, das letzte. So, wir kämpfen gegen einen Unberührbaren. Bin ich mal gespannt. Perfekto! Lassen wir das so. Jetzt haben wir auch die Magiker am Start. Das ist gut. Können wir die ganz schnell ausspielen. Soldat, Meldung! Eure Befehle? Und das ist jetzt nervig. Das ist jetzt wirklich der behinderte Start für das beste Konter für den Schlachterfischwarm. Leute, das ist doch scheiße, oder? Findet ihr das scheiße? Ich find's scheiße. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Ich höre und gehorche. Ballern wir die erstmal weg. Meine Schlachter-Fischwarm brauche ich gar nicht auszuspielen. Zu Befehl.
kann ich aber die der Schadenbrecherin ausspielen. Das ist dann schon mal ganz gut. Spiele ich aber links. Weil wenn ich den Schlachtenfischschwarm ausspiele, der eine wäre dann wenigstens schon mal im Schatten und könnte aus dem Schatten her angreifen. Mir wäre es lieber gewesen, hättest du die geopfert, Mann. Komm, tanzt mit eurem Tod. Geh mal rein. Spielen den guten Ungolem. Die Mutter der Nacht wird uns leiten. Und jetzt den Schlachternfischschwarm. Weil wir jetzt hier den auch wegballern können. Na, das läuft doch ganz gut. Akzeptabel. Sehr, sehr akzeptabel. Nein! Hat er nochmal sowas? Nee, hat er nicht. Okay. Für die schwarze Hand. Hier müssen wir natürlich Sachen haben. Ballern wir mal weg. Wir gehen hier aber rein. Jetzt hat er leider eine Prophezeiung. Doch nicht. Da hat er scheinbar irgendwie was dagegen scheinbar. Aber okay, wir rushen jetzt erstmal von rechts. Obwohl ich mit den Karten, die ich habe, nicht wirklich rushen könnte. Ist halt nichts, was lange auf dem Board bleibt, ne? Deswegen. Aber der bringt ihm ja jetzt auch nicht so viel. Ich würde da vorbeikommen. Ich könnte ihn spielen und sie spielen und die dafür dann opfern. Auf dieser Straße müsst ihr bezahlen. Diese hier bietet etwas Leckeres. Das machen wir so. Also die ist natürlich potenziell gefährlicher. Deswegen machen wir das mit ihr. Hier können wir dann eine Karte nachziehen. Mein Freund und mit der habe ich tödlich verliehen. Und dadurch konnte ich die dann dementsprechend auch vernichten. Damit will er jetzt um die Ecke kommen. Oder einen Atronachen ausspielen. Am besten natürlich so einen Frost-Atronachen für ihn. Aber er hat die schlechtere Sache gezogen. Wir ziehen erstmal eine Karte nach. Jetzt ballern wir komplett rein. Nur für Kunden. Hier machen wir auch nochmal Schaden. Ob er da jetzt reingeht oder nicht, belassen wir doch einfach mal ihm. Wir halten durch. Ziehen mal noch eine Karte, haben noch diesen Rajini-Typen. Ihn da jetzt zu spielen wäre Quatsch. Wir könnten die hier halt jetzt noch töten. Weil der wird die hier auf jeden Fall vernichten. Aber egal wer von denen überlebt, da können wir die Kombination mit dem zermalmenden Schlag machen. Also würde ich sagen, gönnen wir es ihm, ha? Gönnen wir es ihm. Wir
kämpfen für ganz Himmelsrand. Das ist nicht gut. Jetzt bekommt der oder der hier, je nachdem, mit wem man angreifen möchte. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt ins Gesicht geht. Aber der bekommt eine Waffe. Aber das bringt ihn halt auch wirklich nur erst im Nachhinein was, ne? Okay, jetzt kann er auch noch eine Karte nachziehen. Wir können aber diesen Hiesen vernichten. Ja, töten wir jetzt einfach. Da haben wir immer noch den Zermalmenschlag. Tada! Jawohl, wir haben endlich die Mission zusammen. Und haben auch nochmal hier die Haken reingekriegt. Das ist doch cool. Okay Leute, das soll es gewesen sein. Endlich mal wieder ein bisschen Deep gespielt. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, dass da ein paar mehr Kombinationen bald kommen werden. Und ich arbeite an einem Ork-Deck, was auch extrem geil wird. Also von daher freut euch da drauf. Oh, wir steigen auf. Wer hätte es gedacht? Okay Leute, dann bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir doch ein Abo. Würde mich mega freuen. Ansonsten will ich euch das nicht vorenthalten. War sowieso eine Rotze. Bis zum nächsten Mal, euer LineTube. Auf Wiedersehen.